Augsburg Fußgängerzone. Wir starten ein Experiment. Muslime sympathisieren mit Terroristen, unterdrücken Frauen und gehen zum Lachen in den Keller. Vorurteile über den Islam gibt's sicher genug. Ich glaube allerdings, an den meisten ist gar nichts dran. Vielleicht ist das eigentliche Problem ja eher, dass wir überhaupt keine Ahnung haben vom Islam. Und dennoch sagen 57% der deutschen Nichtmuslime, der Islam ist eine Bedrohung. Außerdem schätzen die Deutschen den Islam kriegerischer, intoleranter und rückwärtsgewandter ein als das Christentum. Wirklich? Das will ich rausfinden. Mit einem kleinen Quiz, Koran versus Bibel. Die Regeln sind einfach. Welcher Vers stammt woher? Ich habe drei krasse Verse rausgesucht. Wer über Gott spottet, muss sterben. Die ganze Gemeinde soll ihn steinigen, egal ob es ein Einheimischer oder ein Fremder ist. Eine Frau ist dem Manne untertan, solange er lebt. Dies verlangt das göttliche Gesetz. Sie ist erst frei, wenn der Mann stirbt. Heidnische Völker, die dir nicht dienen wollen, sollen umkommen. Und ihr Land soll verwüstet werden. Es sollen auch ihre Kinder vor ihren Augen zerschmettert, ihre Häuser geplündert und ihre Frauen geschändet werden. Gruselig, alles nichts für mich. Ja, für mich auch nicht. Aber ich will nun von den Leuten wissen, woher stammen diese Verse? Aus dem Koran? Zurück zu meinem Religionsquiz. Koran versus Bibel. Los geht's mit Vers 1. Wer über Gott spottet, muss sterben. Die ganze Gemeinde soll ihn steinigen, egal ob es ein Einheimischer oder ein Fremder ist. Da glaubst du, es kommt woher? Aus dem Koran. Warum? Weil es so extrem ist. Ich würde eher sagen Bibel. Du sagst Bibel? Ich sag zudem auch Koran, weil die haben es sehr mit Gott. Und auch, dass man nicht über den spotten darf. Gab es ja auch dieses Attentat da. Und also das ist aus dem Koran, glaube ich. Wer über Gott spottet, muss sterben. Koran oder Bibel? Koran. Steinigen hört sich sehr biblisch an. Ja. Doch wer hat recht? Die Auflösung gibt's später. Jetzt erstmal weiter mit Vers 2. Heidnische Völker, die dir nicht dienen wollen, sollen umkommen. Ja, da bin ich so zwiegespalten. Das ist Bibel. Da bin ich mir unsicher. Aber ich würde auch eher zu Koran tendieren, ja. Okay. Das kann doch eigentlich beides sein, gell? Okay. Es geht um ein Religionsquiz, Koran und Bibel. Gut, für die wäre es zu einfach gewesen. Bis jetzt sind sich die Leute noch recht uneinig, was woher stammt. Doch das ändert sich schlagartig bei Vers Nummer 3. Eine Frau ist dem Mann untertan, solange er lebt. Dies verlangt das göttliche Gesetz. Sie ist erst frei, wenn der Mann stirbt. Also das ist auf jeden Fall Koran. Eine Frau ist dem Mann untertan? Koran, hundertprozentig. Warum bist du dir da so sicher? Weil es halt auch immer Unterdrückung gibt in den Ländern. Und deswegen auf jeden Fall glaube ich auch, dass es aus dem Koran ist. Ich denke nicht, dass es in der Bibel steht. Ich weiß es nicht. Mhm. Was sagst du? Also ich würde sagen, dass diese drei Aussagen in beiden Büchern vorhanden sind. Aber welcher Vers stammt nun aus der Bibel, welcher aus dem Koran? Achtung! Exakt diese Aussagen sind alle aus der Bibel. Dich wird das jetzt wahrscheinlich weniger überraschen, weil du ja schon so in die Richtung tendiert hast. Überrascht dich das? Ja, eigentlich schon. Also ich dachte nicht, dass es da wirklich so aggressiv drinsteht. Krass einfach. Ja gut, es ist schon, es hängt viel damit zusammen, weil man halt eben sagt, gerade, ich sage mal, den ausländischen Mitbürger sagt mal nach, Frauen und die werden unterdrückt und die haben das zu machen, was der Mann sagt. Und eben daher rührt es, dass denke ich mal, 90% sagen werden, das Rote gehört eben zum Koran, denke ich mal. Durch die ganzen Medien heutzutage wird das halt so vermittelt. Mhm. Sieht man am besten Beispiel jetzt, also ich will jetzt nicht irgendwie... Nein, das ist echt so. Es gibt Leute, die sich über den Islam nicht informieren und dann durch die Medien nur solche Sachen wie ISIS hören. Mhm. Und natürlich entsteht dann auch solche so Vorurteile gegenüber normalen Muslimen, die eigentlich auch gegen ISIS sind. Ich bin ja gegen ISIS, weil es ist verrückt, was die machen. Ist ja nicht mehr menschlich. Aber dann entstehen eben solche Vorurteile.